bisher überlebe ich eigentlich ganz gut hier im Überlebensareal. Oder Leute, willkommen zurück zu Pokémon. Leuchtende Perle. Und hier liegt auch nichts. Hier muss was liegen. Das sieht doch so richtig verdächtig aus, wie so eine kahle Stelle. Nö. Na gut, okay. Ich glaube, wir sind gleich durch mit der Route. Das ist doch herrlich, oder? Aber ist ja nochmal hier kämpfen. Ich unternehme Weiterreisen auf der Suche nach würdigen Gegnern. Das bin ich. Und das beweise ich, da ich auf dem Fuße der Irmgard. Okay, dann komm mal her. Ein Wadi, oh. Na, ich muss schon längst sie fangen. Einfach auszusehen wäre nochmal nice. So, Bodenattacken bringen nichts. Weil es. Ah, nee, halt andersrum. Elektroattacken bringen nichts, weil ich Boden bin. Meine Bodenattacken bringen extrem viel. Dampfwalze. Ganzen Wald zum Beben gebracht. Bäume knicken überall zahlenweise um. Weiter so. Nimm Wadi. Erste coole Schaf-Pokémon. Level 85 für Empoleon. Oh oh. Viel zu stark. Ein Tropius. Hab ich auch schon gefangen. Ist auch cool. Jetzt sieht man nochmal die ganzen Pokémon. Hier mit seinen komischen Bananen am Kinn. Was ist da los? Okay, Drachenklaue. Tropius ist auch so ein. Ja, so ein seltsames Pokémon, ne? Oder ist es halt einfach da? Ist mega episch, hat aber auch keine Entwicklung, steht einfach für sich. Pflanze Flug ist cool. Aber irgendwie, ja, müssen wir auch mal wieder ein bisschen mehr mitmachen. Ich habe dir einen harten Widersacher gefunden. Dann kannst du mir eine Nummer haben, dann betteln wir uns immer nochmal, kein Ding. So, okay. Jetzt haben wir noch schöne Beeren, sind die neu? Die sehen neu aus. Ne, Tomatobeeren, Tamotbeeren, müssen wir schon haben. Ich pflanze trotzdem alles nicht mehr ein. Seetangbeeren. So, ich glaube, alle Beeren kriegen ist wieso. Das war auch damals mega der Schmutz irgendwie, weil es gab mitunter Beeren, die hast du auch nur bekommen bei Event-Pokémon, wenn die denn von Nintendo irgendwie dir runterladen konntest, dann trug eine Beere. Und die sind dann ultra selten und naja, gar nicht umsetzbar, irgendwie kannst du ja nicht holen. Schutz wirklich mehr. Oh, ich habe keinen Schutz mehr. Okay, wir können ja mal gucken, was gibt's denn hier für Pokémon, ne? Können wir mal kurz drauf ankommen, was. Ah, erstmal ist hier ein Item. So. Oh, gleich eine neue Top-Schutzdose. Perfekt. So. Kurz mal hier gucken. Das ist so die Route eigentlich komplett abgesucht. Wow. Oh. Da haben wir noch so ein Dragon-Typi. Das sichere Potenzial der Drachen-Pokémon. Nee, das schiere Potenzial. Jetzt könnt ihr mich zum Champ machen. Ja, kommt da jetzt drauf an, ne? Jetzt komme ich wieder mit Kaumalat an. Mr. Keanu. Hat er wissen. Dratini. Ey, sag mal. Ja, das Potenzial hast du noch nicht ausgeschöpft. Was sind denn die zwischen auch schon Level 50? Müssen mindestens schon Dragonier sein. Aber die Trainer sind alle so schlecht. 53 sind ja fast so ein Dragoran. Bams. Weggeslasht. Mit meiner einzigen Klaue, die ich da als Hand hab. Nur so ein Spieß. Armes Knackrack. Oh, da kommt Dragonier. Okay. Auch noch nicht gesehen. Könnte ich aber super leicht entwickeln, wenn ich meinem gefangenen Dratini einfach ein Sonderbonbon gebe. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das offscreen irgendwann mal mache, so für mich oder was. Bestimmt auch erst nach dem Let's Play irgendwann, wie ich dann meinen Pokédex vervollständige. Mit Sonderbonbons habt ihr auch nicht so viele. Wenn doch einfach irgendwo levelmäßig es durchziehe, dass dann einfach so Level steigt durch den EP-Teiler. Mal gucken. Potenzial alleine reicht wohl nicht aus. Man muss auch ein cooles Cape haben. So, was haben wir hier? Einen Funkelstein. Okay, das ist doch nett. Ich hab auch so viele Funkelsteine, dass ich die alle benutzen kann, die für Pokémon benötigt werden und hab dann trotzdem noch eine für die Sammlung. Voll geil. So, Route 225 zum Überlebensareal. Achso, ich war noch gar nicht da. Ich dachte schon, ich bin die ganze Zeit im Überlebensareal. Anscheinend nicht. Jetzt bin ich da. Überlebensareal, beweise dich. Okay, mach ich. Ich guck erstmal hier hinter, ob hier irgendwas ist. Hallo? Trainer? Die Trainer, die im Duellturm scheitern, kommen hierher, um zu trainieren. Oh, okay. Na, lass mal gleich Pokémon Center wieder machen, ne? Dass ich hinfliegen kann. Hallo, Opa. Ich erzähle dir jetzt mal was über diesen Vulkan, der Kahlberg genannt wird. Er existiert bereits seit grauer Vorzeit. Seit damals, als sie nur durch die Verschmelzung von Zeit und Raum entstand. Lavaströme schossen aus dem Boden und sammelten sich zu lodernden Pfützen. Daraus formte sich ein Pokémon. Legenden zufolge hielt man das Pokémon mit Hilfe des Magnetismus, des Magmasteins, unter Kontrolle. Mit der Zeit soll sich das Pokémon in den Vulkan verwandelt haben. Oh, Magmastein, legendäres Vulkan-Pokémon? Leute,
Das müssen wir fangen. Falls die Legende wahr ist, ne Leute, nur denn. Okay, jetzt mal hier. Überall, was ist denn das hier für ein Weg hier? Sieht ja komisch aus. Richtig, immer so richtig, dauert richtig lange, bis man erstmal ins Pokémon Center kommt, aber gut. Ein Kameramann, hallo. Na, Kumpel. Wie du unschwer erkennen kannst, bin ich ein Kameramann. Hast du schon mal die fantastische Sendung Suche nach dem roten Garados gesehen? Die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See gesehen? Den hab ich gefilmt. Ey, cool. Was machst du denn hier, ein richtiger Star? Ey, danke, Mann. Ja, rote Garados, das waren Zeiten. Schön in Yodo. Okay, ey, du hast dieselbe Raumausstattung wie hier die Diana oder Lana, die Pokémon-Box entwickelt hat. Es gibt eine Attacke, deren Stärke sich verdoppelt, wenn der Anwender von Vergiftung, Paralyse oder Verbrennung betroffen ist. Ich besitze sogar einige TMs zu dieser Attacke. Möchtest du sie haben? Ja, der TM42, boah. Was ist es? Hm? Schutz. Wenn ein Pokémon Fassade kennt, überlegt es sich dein Gegner zweimal, ob er eine Attacke einsetzt, die Statusprobleme auslöst. Ich glaube, Fassade, das müsste ich mir auch schon geholt haben. Ja, genau. Sind die TMs, haben wir ja alle. Fassade habe ich mir, glaube ich, damals auch nicht geholt. Entweder im Untergrund oder ich habe das irgendwo mal gefunden. Was sind hier? Warum sind hier da? Dubios-Desk. Kategorieorden hier. So, richtig viel gefunden. So, was ist hier jetzt neu? Achso, Tafelwasser. Mhm. Ich muss doch alle sortiert haben hier, Mensch. Ach ja, schon der Giftschleim. Was neu ist, weil ich es noch nie in der Tasche hatte. Was ist noch neu? Will ich wissen. Also, Upgrade, genau. Alles klar. Schöne ganzen Sachen von Professor Eich. Ja, danke, Mann. Hallöchen. Ich geb's auf. Ich schaffe es einfach nicht, den Vulkan vollständig zu erkunden. Dafür sind wir da. Ihr macht das auf jeden Fall richtig gut. Hey, reisender Trainer, ist dein Beutel voller Items oder vielleicht voller Träume? Ja, beides, wieso? Und voller Geld vor allen Dingen, weil ich aber wieder ausgeben werde für Topschutz. Ja, pass mal auf, Kleiner. So, kurz wieder heilen. Bam, bam. So. Ja, und es soll halt, nachdem wir dieses legendäre Magma-Pokémon gefangen haben, danach soll halt schon die Liga ultra stark sein. Da umgehen wir quasi nur eine Zwischenstufe, finde ich aber auch ganz gut eigentlich. Meine Erfahrung hat für den Duellturm einfach nicht ausgereicht. Vielleicht sollte ich auf dem Kahlberg trainieren gehen. Aus irgendeinem Grund versammeln sich dort die besten Trainer Sinnohs. Oha. Das heißt, das Universum wurde von etwas erschaffen, das aus einem Ei kam. Das hat mir ein Mann erzählt, den ich vor langer Zeit mal getroffen habe. Jetzt ist er tot. Bei einem Multikampf ist die Koordination mit deinem Partner der Schlüssel. Gut abgestimmt kämpft man wie drei oder gar vier Trainer zusammen. Aber es kommt die Zeit, da ist man allein. Du weißt, wie ich das meine, oder? Ja, ist aber bloß blöd, wenn die Partner KI-gesteuerte NPCs sind, denen man nichts sagen kann, wie sie anzugreifen haben. Das ist ein richtiger Schmutz. Ach so? Sorry, Mann. So, kurz gucken, ob hier noch einer ist. Irgendwo. Ey, diese ganze... Das ist ja alle komplett Quatsch. Muss man ja nicht benutzen, hier die ganzen Räume. Oben und unten, die sind einfach nur da, weil, ja, nostalgiemäßig, weil es die damals gab, ne? Aber an sich kann ich ja jederzeit... Ihr habt es jetzt schon öfter gesehen, weil ich mich verdrückt habe. Kann ich jederzeit halt hier lokaler Raum und globaler Raum aufmachen. Und tauschen und kämpfen, wie ich es möchte, ohne im Pokémon Center zu sein. Tja, die moderne Zeit halt, ne? Hallöchen, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich möchte gerne Top-Schutz haben. So, ist immer so teuer. Schutz. So, ich hätte gerne 19, habe ich wieder 20. So, vielen Dank, hier ist eine Ware. So, Hyperbälle vielleicht immer wieder ein bisschen aufstocken. Ne, deswegen, wenn... Ja, ich hoffe ja auf Flott bei, dass das ausreicht, aber wird bestimmt nicht sein, aber ja, Paralyse, alles, wir machen alles. Gibt's noch was? Nee. So, Hallöchen. Meine Siegesserie ist bei 54 gerissen. Hätte ich doch nur an einem Moment diese eine Attacke nicht eingesetzt, ey, oder eingesetzt. Was soll denn das? Ein Tipp von einem erfahrenen Mann der Berge. Kauf hier so viele Items, wie du in deinen Beutel stopfen kannst. Ernsthaft, Mann. Ja, wenn ich kein Geld hab? Scheißegal, den Klaus. Wow. Ist das so ernst, der Vulkan? Auf jeden Fall. Kann man den nirgendwo hin? Oder nichts versteckt hier? Na gut. Route 200, schon gleich die nächste Route. Hä? Das kleine Ding hier ist das Überlebensareal. Na gut, okay. Hängt vielleicht doch alle zusammen und hier hat man so eine kleine Auffrischungskur oder sowas. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Ja, und dann ist, glaube ich, schon echt der Vulkan an der Reihe. Wow! Guck mal schon auf die Karte. Schut. Da wollen sie mal wieder eintreffen. Oh, guck mal, ne, ein bisschen noch hier und dann geht's hier hoch. Zum Kahlberg. Auch noch ein bisschen was vor uns, bis wir wirklich alle Gebiete entdeckt haben. So, Überlebensarea. Ach, hier ist noch ein Haus. Was, hier wohnt einer? Und ein Top-Beleber liegt hier unten rum. Oh, die werden so nützlich sein.
Mal kurz, ganz kurz mal einfach einen Scanner machen. Gab's hier nur einen Top-Beleber? Jo. So, wer hat denn hier sich ein Grundstück geholt? Alter, hallo. Du bist den ganzen Weg hergekommen? Tut mir schrecklich leid, aber hier gibt's einfach nichts zu sehen. Schade, dass man Freude nicht untereinander teilen kann. Was ist das denn? Sorry, Mann, ich bin hier so ein Verarschhaus. Das kann's doch nicht sein. Einfach so. Hier ist nichts. Erinnert dich jetzt nicht? Ganz weg, sorry, Mann. Ach, sorry, Mann. Ja, okay, gut. Nicht mal ein unsichtbarer Gegenstand, obwohl vielleicht, aber nicht als Kinder ist. Reicht jetzt. Einfach bloß hier aus Spaß. Ich hab einen Top-Beleber bekommen. Okay. So, einfach hier hoch. Da ist ein Item, muss ich mir holen. Hoppala. Wir sind Ass-Trainer wieder. Okay, sagen wir dir erstmal Hallo. Hallöchen. Ich habe den Level meines Pokémon so weit erhöht. Sie selbst. Ihr findet jetzt auch wie alle anderen bisher hier im Bereich Level 50 oder so. Was ist denn? Flipp ich aus. Hilma. Einem Pokémon. Okay, könnte stärker sein. Wow, Panzerion! Da reicht der Drachenklaue nicht aus. Hey, los! Level 56. Nicht effektiv? Dann machen wir einfach Knirscher. Du bist wenigstens effektiv. Und ich habe ja einen super krassen Angriffswert. Yeah. Sturzschlug. Jetzt bringt sie uns selber um. Perfekt, Mann. Alter. Knirsch ist weg. Ja, Knirscher, das sieht auch auf jeden Fall noch für die Liga. Na komm, mal so ein paar Psycho-Pokémon, die werden gekillt-snackt. Also Angst habe ich eigentlich nicht mehr vor der Liga. Nö, auch schon vom Level her, das wird klappen. Braucht es etwa einen noch höheren Level? Der ist noch nicht mal das Max-Level von Pokémon, das wäre nämlich 100. Aber er checkt's wieder nicht. Gibt's eigentlich hier mehrere Wege, ich kann mir vorstellen, dass hier oben optional ist. Und was, ja, was Einzelnes zu holen gibt. Zwei Qualot-Bären. Danke, Mann. So, Qualotl. Genau, was das heißt, ich nehme einfach mit. Ein Granabärchen. Danke, Mann. Alles aufgebraucht und weggepflückt. Alles an mich gerissen. Alles für mich richtig egoistisch. So, die werde ja noch schön Salz ausstreuen, dass hier nie wieder was wächst. Und dass alle so, wenn sie Beeren haben wollen, müssen sie zu mir kommen. Na, ich verkauf die denn. Hallo, ich bin ja so ein kleiner Junge. Ich muss doch nach meiner Pokémon-Reise auch noch mir irgendwie, naja, überlegen, wie ich über die Runden kommen soll. Das gehört doch dazu. Lass mal gucken. Uah! Okay, was für Pokémon gibt's denn hier? Oh! Ein Ibitak! Okay, den würdest du ja gerne haben. Hab ich noch gar nicht, noch nie gesehen. Das ist cool. Ibitak, ey. Ja, an sich ein gewöhnliches Pokémon, aber ein cooles. Hat einfach Style. So, Flottbällchen. So, los, Knackrack. Oh, okay, Superball. Knackrack hat so eingeschüchtert, dass es instant gefangen ist. Übrigens, ne, offscreen ist schon passiert, dass so ein Superwurf heißt nicht unbedingt, dass der Pokémon drin bleibt. Ist schon mal passiert. Superwurf hat den triggert und ist dann trotzdem ausgebrochen. Also, der seid gewarnt. Pickvogel-Pokémon. Es hat genügend Ausdauer, um den ganzen Tag mit Hilfe seiner großen Schwingen herumzufliegen. Im Kampf setzt es seinen spitzen Schnabel ein. Ja, nicht über der Hack-Attack oder so. Das Item ist ja, glaube ich, auf seinen Schnabel basierend. Ab in den PC. Seht ihr, hat sich doch gelohnt, nochmal ein bisschen den Topschutz erstmal nicht einzusetzen. Ein Fläschchen Carbon. Ja, die sammeln sich inzwischen auch wieder an. Beruhigt alle nicht. So, oh, wieder Doppelkampf. Erstmal ein Schwerschweif. Oh, den ich schon mal bei einem wilden Fleckmon hatte. Offscreen in der Untergrundhöhle, okay. Nein, wow, okay, weil ich will beide haben. Ich muss wieder gegen beide catchen. Das muss sein, Leute, muss sein. Yeah! Umso schneller geht's. Hey, wie geht's? Ich bin ein Drachenprofi. Was hältst du davon, wenn sich unsere Pokémon in einem kurzen Kampf messen? Hey, Mutter Natur hat meine Pokémon behütet, aufwachsen lassen und stark gemacht. Ach, labert doch nicht. Ich mach euch alle fertig. Alma und, wie heißt der, Uta? Jung, nee, Ulla. Alter, Simon. Cool. Kenn ich auch noch nicht. So, wird, glaube ich, easy going. So, Simon dürfte noch kein Drachen-Pokémon sein. So, dann machst du erstmal trotz alledem Drachenklaue hier ruf, ne? Auf Simon. Und du machst natürlich hier schön Juwelenkraft.
auf Golbat. Kurze Ding. Tot. Oh. Die Traummagie-Opa, der Level-Up, ey, wird einfach viel zu stark. Und down. Super effektiv. Abgestürzt. So, und? Na, zack. Yeah, Level 80 für Hornweisel. Oh, der Angriff, ey. Hat zwar schön Verteidigung, aber naja. Ein Stab und Silberstaub muss ausreichen. Oh, Xatu! Fliegt ganz komisch. Okay, der fliegt irgendwie cooler, wenn's steht und die Flügel so schön totemmäßig zusammengefaltet hat. Aber naja, Xatu. Fand ich damals auch ein sehr interessantes, cooles Pokémon. Auch die Idee, so ein Psychovogel. Was könnte das sein? Das ist einfach ja an so einem Totem nachempfunden. So, Garados erstmal wegklauen. Mit Drachenklaue. So, und Xatu wird weggeballert mit Juwelenkraft. Oh oh. Ach, ein Psycho-Pokémon muss weg. Super effective. Und da geht es down. Oh, voll eingeschlafen. Hm? Yeah, Level 79 für Knackrack. Alter, der Angriff. Bald 300. Traumagie Level 83. Spezialangriff über 200. Nice. Da-da-da-da-da. Oh oh. Drachentanz. Alter, das ist auch echt übel. Angriff steigt. Initiative steigt. Das wäre natürlich auch vielleicht irgendwann nochmal eine Möglichkeit, Drachentanz für. Dass man das doch vielleicht beibringt, den Knackrack. Weil ich glaube, das kann er glaube ich gar nicht lernen. Ist Drachentanz eine TM? Ich kenne das nur so an die Ränke schmiert und so. Ich bleib bei diesem Doppelhieb, würde ich ihm gerne geben. Aber irgendwann, nach diesem LP, für mich privat. So, ihr beiden, kann ich jetzt weitergehen? Oh, was zum... Ups, das war wohl nix, Alter. Na, wie kannst du stärker sein als Mutter Natur? Tja, Mutter Natur muss halt wissen, wer der Boss ist. Gleich mal wieder Wälder anzünden. So, ich kapier das sagen, ja? So. Wow! Okay, instinktiv den richtigen Weg gegangen. Ja, toll. Da oben war noch ein Item. Dann noch ein Eevee-Tag. Habe ich aber schon. Würde ein Habitag auftauchen, die Vorentwicklung, würde ich es mir auch nochmal krallen. War jetzt erstmal tschüss, Mann. Bam, bam. So, der Bicke richtig anscheinend schon. Oder kommt der noch irgendwie anders hin? Ich glaube ja fast nicht. Oh, ist ja noch so eine Wasserebene, ist ja hier auch noch. Okay, warte ganz kurz. Nochmal hier lang. Ich guck mir hier alles an. Hüppala. Weil es lohnt sich jetzt. Früher musste man an allen möglichen Sachen vorbei, weil ich halt noch nicht alles hatte. Aber. Alter, Energy Ball. Nice. Da liegen echt noch TMs rum, ne? Aber ich habe die mir schon mitunter im Untergrund gekauft, deswegen nicht wundern. So, okay, da haben wir einfach nur eine große Wiese. Da wird aber schon was sein. Oh, nice, Mann. Ich weiß nicht, wie lange dauert denn, bis man bei dem Vulkan ist? Ob man da was erfährt noch? Ganz kurz, ich muss jetzt sogar ins Wasser. Nui. Soll ich mal Scanner anschmeißen? Geht schneller. Na, wo ist hier was? Ja, hier ist irgendwo was. Es hat schon geblinkt. Ne, wo zur Hölle? Also hier macht es richtig so Swoo. Hier in der Nähe irgendwo, aber ich sehe den Punkt jetzt nicht. Ist er wieder auf der Linie drauf? Ich bin schon wieder blind. Was soll denn? Okay, einfach A drücken. Okay, Mini-Pilz. Ein Mini-Pilz. Toll. Noch mehr? Hier ist noch mehr. Okay, gut. Hier ist irgendwie noch mehr. Ja! Pokémon wollte ich gar nicht suchen. Maschok meine ich. So, wieder abhauen einfach. Macht doch einfach hier gar keinen Sinn. Und ich bin weg. So, cool. Lass mal wieder Top-Shots machen. Lass mal wieder... Das ist doch sonst alles hier, das ist doch zu albern. So, ganz schnell hoch wieder. So. Aber ich sag, über Mittag freue ich mich. Okay, aber das ist jetzt hier ein Riesenpilz. Okay. Mini-Pilz, Riesenpilz, ja. Noch irgendwas hier? Kommen wir auch ab. Vielleicht in dem Wassergebiet könnte noch was sein. Oder auf dem kleinen Island da. Ja, da schmeckt jetzt auch der Seite hin. So. Okay. So, weiter haben wir jetzt hier.
eine Riesenperle. Hm. Das sind alles bloß so Sachen, die halt Geld bringen. Was ist das, Tiefblau? Mal kurz mal gucken. Gibt es irgendwo eine kleine Perle noch? Komm, die ist so klein. Dann müsste ich das so sehen. Aber nee, haben wir alles. Eine angeschwemmte Riesenperle. So, jetzt catch ich erstmal mit der Perle hier. Hallo. Hm, ich möchte mit einem Wasser-Pokémon zusammen sein. Deshalb schwimme ich. So, was hast du für eins? Ist es überhaupt ein Wasser-Pokémon oder Mrs. Frieda? Oh, drei Pokémon. Ein Bidifast. Okay, ja, ist eher ein Normal-Pokémon, aber ja, okay, es lebt im Wasser. Was so richtig würde ich es nicht als Wasser-Pokémon bezeichnen. Aber naja, der Pokédex lügt nie, Leute. Voller Tatendrang. Deswegen erstmal voller Tatendrang. Drang walzen. Wumm, wumm, wumm. Keine Chance, ey. Na, bei dem Angriff wäre auch kein Wunder. Boah, Sejong. Cool. Die müsste ich eigentlich auch nochmal irgendwie holen. Ah, nee, hups. Ich habe jetzt verwechselt mit Yugong. Sejong, das habe ich natürlich schon. Also, die See, ich habe einen Ballreiser und einen Seemops. Aber das Sejong kann man auch exklusiv bequem im Untergrund fangen. Oh, ein Azumarill. So, mal gucken, was ich die alle fange. Aber auch so Merrill und so gibt es auch alle im Landgut. Und man muss sich halt immer den Typen anquatschen. Immer schön ansprechen, von wegen, dass er irgendwann sagt, ja, jetzt gibt es einen Porygon in meinem Garten. Und einen Merrill habe ich gesehen. Und auch richtig viele Baby-Pokémon. Hier Bonaira und Pantini. Ne, dass ihr Bescheid wisst. Landgut, Leute. Immer mal gucken jeden Tag. Gluck, 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 ich sinke. Ne, du trinkst. Einfach gluck, gluck hier. Wieder zur Flasche gegriffen hier. Was ist das für ein Grundstück da mitten im Wasser? Ist das hier irgendwas? Tiefblau. Kurz mal wieder gucken, Mann. Hier ist nichts okay. Vielleicht sind in diesem Busch vielleicht die seltensten Pokémon aller. So. Hallo, wer wohnt denn hier? Der hat aber kein Hochwasser oder sowas, oder? Hallöchen. Hey, konnichiwa, Guyanguano Trainer. Ich bin The Master. In der hiesigen Sprache würde man wohl Meister mich nennen. So in etwa, nicht so eine paar Komprende oder was hier? Schnupper, schnupper. Ich rieche es. Irgendwas ist an dir. Zweifelsohne, du liebst Pokémon genauso wie Icke. Das ist maravilloso. Also lass uns Folgendes machen. Ich erweitere deinen Pokédex, damit du die Beschreibung der Pokémon auch in anderen Sprachen lesen kannst. Ist das geil? Je suis dresseur, leider geht das nicht bei allen Pokémon, sondern nur bei denen aus Ländern, die ich The Master besucht habe. Okay, kann ich deinen Pokédex mal sehen? Ah, an diesem Ding hier ziehen, an dem da rütteln und fertig. Ist das denn die Possibility? Pokédex ist ja jetzt, ist ja already auf dem neuesten Stand hier, Mann. Du bist der Zeit wohl gerne einen Schritt voraus, war perfekt. Well, jetzt kannst du dir die Einträge zu den Pokémon auch in anderen Sprachen angucken. Einfach marvelous, nicht wahr? Ja, ich glaube, das war damals halt wirklich zum ersten Mal, konntest du die ganzen Sprachen freischalten, aber jetzt im Remake ist es von Anfang an schon da. Ja, das ist ja toll. Pokédex mit verschiedenen Sprachen. Den sortieren, Details, Pokédex wechseln. Nee, das macht ja nur, Sinnoh. Guck mal, vom Sinnoh habe ich schon 97. Da fehlen immer noch, ein Drittel fehlt noch. Und 200, 305 gesehen von den fast 500. Ja, fehlt noch was, ne? Okay, danke, Mr. Typi. Und ich würde sagen, ich beende jetzt mal den Part, Leute. Wir müssten bald beim Vulkan sein. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Ich merke schon, wie es warm wird. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao, ciao!